Johannes Vermeng Memorial 2011, Standardrennen um 25.000 Euro. Wir suchen die Nachfolgerin von More and Diamonds und Jesse Terborg. Und er kann sich selbst nachfolgen. Und er ist der Erste bei der Parade mit der 1 Absolute Newport, Jesse Terborg, im Vorlauf Zweite. Mit der Nummer 2 Greenlove, Henning Rathjen. Er war selbst ein wenig enttäuscht, Vierte im Vorlauf. Jetzt kann es nur besser werden. Die 3 Push, The Button, Detlef Fleischer, der hatte im Ziel noch mindestens eine Sekunde in der Hand. Die braucht er jetzt dringend. Nomea SAS, Benjamin Hagen hat gewonnen in 15-7. Rein rechnerisch schwer zu schlagen. Die 5 Cilantro, der Rennverlauf könnte besser gewesen sein, war Vierte. Thorsten Tietz mit der Nummer 6. Juwin Kiewitzow, Patrick Dehaan, Dritter im Vorlauf. Mit der Nummer 7, Lady Mord, André Backer, für Experten eine Siegerin. Mit der Nummer 8, Jamaika Diamant, Anke Börnig, war Dritte im Vorlauf. Die Nummer 9, Viva Cortina, Robin Bott, Vierte im Vorlauf. Mit der Nummer 10, El Conchita, Thomas Pancho, Vorlauf Zweite. Zunomea SAS mit der Nummer 11, Siso Beutensorg, Dion Tesla, im Vorlauf ein zweiter Platz. Und schließlich, einziges Pferd aus dem dritten Band mit der 3 Doppelzulage, Zoe Butcher, Roland Hülsker, die Pitpan-Siegerin, die 12, Zoe Butcher. 12 Stuten, Johannes Vermeng Memorial 2011. Start wollen wir noch mal irgendwas erzählen, und zwar die 12 Stuten, die jetzt gleich um 25.000 Euro streiten werden, versammeln sich jetzt hier auf Höhe des Winner Circles. Blick zum Toto, favorisiert Nomea SAS 22, die 3 Push the Button 26, die beiden Favoritinnen 63 für die 5 Cilantro aus dem zweiten Band, und im dritten Band alleine die 12 Zoe Butcher für 71. Und jetzt sind die Pferde gleich unter Order. An den Hauptstarter, der Start ist frei, Start frei. Finalisten sind auf der Innenbahn, und jetzt geht es gleich in die 3 Bänder hinein. Favorisiert ist und bleibt die 4 Nomea SAS 23, die 3 Push the Button 27. Und das Johannes Vermeng Memorial 2011 ist gestartet. Fehler von Green Love. An die Spitze des Feldes strebt Nomea SAS, aber Push the Button ist gut weggekommen. Diese beiden kämpfen um die Führung. Die 2 rot, die 2. Push the Button und außen Nomea SAS. Cilantro aus der Partie, auch Green Love. Kampf um die Führung, weiterhin durch den ersten Bogen, Nomea SAS, weiter mit Druck auf Push the Button, aber Push the Button hält Stand, setzt sich durch, und Nomea SAS wird jetzt zurückgenommen, legt sich an die Innenkante dahinter, dann Absolute Newport. Fährt auf der Überseite, die erste Zwischenzeit war 20,7 für die ersten 200 Meter. Push the Button hat das Kommando gegen Nomea SAS und Absolute Newport. Dahinter kommt das zweite Band heran, El Conchita ist dabei. Ende gegenüber ist erstmals erreicht und am Ende des Feldes auch mit Kontakt Zoe Butcher. Zweite Zwischenzeit ist 16,5 für die ersten gelaufenen 700 Meter. Pferde sind im Loreparbogen. Push the Button hat das Kommando, führt und hat jetzt die Fahrt ein wenig aus der Partie genommen. Push the Button an der Spitze vor Nomea SAS, Absolute Newport. Weiter die ersten 3, das ist das erste Band. Dahinter orientiert sich nach außen Dion Tesla mit Siso Beutensorg. Versucht hier den Platz zu verbessern. Das Fahrwasser geht auch El Conchita. So kommt das Feld an der Tribüne vorbei. An der Innenkante dahinter Jamaika Diamant. Fehler von Zoe Butcher.
Dahinter dann Juben Kiewitzhof, dann folgen Viva Cortina und am Schluss des Feldes Ledimont. 12 rot, die 12. Zoe Butcher aus der Partie, es ging bereits am 1000 Meter Pfosten vorbei, die Zwischenzeit 18-0. Feld schiebt sich dichter zusammen, geht durch den vorletzten Bogen. Mit Push the Button an der Spitze, Nomea SAS an der Innenkante, Absolute Newport außen. Dann Siso Beutensorg, so geht es auf die Überseite. Dahinter El Conchita, Jamaika Diamant an der Innenkante. Und nun der Versuch von Viva Cortina, den Platz zu verbessern auf der Überseite. Es geht auf Ende gegenüber zu und weiter an der Spitze, Push the Button. Nomea SAS dahinter, außen Siso Beutensorg an der Innenkante, Absolute Newport. 500 Meter sind es noch bis zum Ziel, 17:09 die Zwischenzeit. Im letzten Bogen, Push the Button hat das Kommando, Nomea SAS dahinter, an der Innenkante, Siso Beutensorg geht außen und ganz außen versucht hier weiterzukommen, Juven Kiewitzhof ist dabei und rückt hier in dritter Spur auf, aber vorne ist Push the Button, Nomea SAS im Augenblick ohne freie Fahrt, es geht in den Einlauf in 3-4 Spuren und da ist Push the Button noch vorne, aber jetzt überlaufen Siso Beutensorg und Nomea SAS auf der Open Stretch, Juven Kiewitzhof ist vorne, außen, innen kommt Nomea SAS, Nomea SAS auf der Open Stretch gegen Juven Kiewitzhof und Ledimort dahinter dann Absolute Newport und der Rest. Vorläufige Elternspruch für das 10. Rennen. Es gewinnt die 4 Nomea SAS vor der 6 Juven Kiewitzhof und der 7 Ledimort. 4, 6, 7 vorläufig. Und damit sind wir beim 11. und für heute letzten Rennen angelangt. Es laufen alle. Alle 4. 1, 2, 3, 4. 4 Pferde im abschließenden 11. Rennfinale B. Johannes Frömming Memorial. Wir haben 3 Bänder und ich denke mal, das sollte klappen. Aber wir haben eine Überprüfung durch die Rennleitung und die Rennleitung überprüft den Ausgang des Rennens auf Sieg und allen Plätzen. Also noch ist nichts entschieden.